Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Thailand ist von einer Serie von Bombenexplosionen erschüttert worden. Betroffen waren insbesondere Touristenziele, der Ort Hoan Hin, die Insel Phuket, außerdem der äußerste Süden des Landes. Offiziellen Angaben zufolge sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Unter den mehr als 30 Verletzten sind auch 3 Deutsche. Das Auswärtige Amt riet zu äußerster Vorsicht und empfahl Touristen, Menschenansammlungen und öffentliche Plätze zu meiden. Mehrere Sprengsätze detonierten in der Nacht im thailändischen Badeort Hoan Hin. Ziel sind Straßen, die auch bei Touristen beliebt sind. Am Morgen explodierten weitere Bomben. Bisher bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Die Thailänder feiern gerade den 84. Geburtstag ihrer Königin Sirikit. Am vergangenen Sonntag hatten die Menschen für eine neue Verfassung gestimmt. Die Polizei spricht nicht von Terrorismus, sondern sieht eine Verbindung zu dem Referendum. Die neuen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben jetzt auch den UN-Sicherheitsrat beschäftigt. Russlands UN-Botschafter Tschurkin sagte, er hoffe, die Ukraine sei, so wörtlich, klug genug, um alles für eine Entschärfung der Lage zu tun. Der ukrainische Militärgeheimdienst warf indes Russland vor, bewusst Unruhen zu schüren. Zehntausende Soldaten würden auf der Krim und im Osten der Ukraine zusammengezogen und neues Militärmaterial herangeschafft. Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Clinton hat ihrem republikanischen Konkurrenten Trump vorgeworfen, eine Politik für Reiche betreiben zu wollen. In einer wirtschaftspolitischen Grundsatzrede in Warren im US-Bundesstaat Michigan sagte sie, Trump plane nur Steuererleichterungen für Leute seinesgleichen. Die ehemalige Außenministerin will sich mit einer liberalen Wirtschaftspolitik für staatliche Investitionshilfen und Ausbildungsprogramme sowie für kostenlose Studienplätze einsetzen. Nach dem Aufflammen mehrerer Waldbrände in Südfrankreich gehen die Behörden davon aus, dass einige Feuer bewusst gelegt wurden. Auch Staatspräsident Hollande sprach von einem kriminellen Hintergrund. In der Nacht kämpften Einsatzkräfte an vielen Stellen weiter gegen die Flammen, die durch wechselnde Winde immer wieder angefacht wurden. Allein um die Hafenstadt Marseille wurden mehr als 3000 Hektar Land zerstört. Und hier die Wetteraussichten. Morgen im Süden und in der Mitte meist freundlich und trocken. Im Norden mehr Wolken als Sonne und einzelne Schauer. 19 bis 29 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 17:45 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.